Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Okay. Und wir kommen zum Boss. Natürlich kommen wir zum Boss. Oh, hätte ich mir denken können bei so schweren Rätseln. Mach doch einfach. Idiot. Okay. Unser Ziel ist es jetzt also, die andere Treppe zu nehmen. Was uns einen Umweg beschert. Echt? Ich muss jetzt... Oh, Mann! Alter! So viele unnötige Wege! Ich muss jetzt echt nochmal einen Umweg laufen, ey. Das ist doch ein Witz, ey. Na, egal. Oh, geh mir einfach nicht auf den Sack. Tschüss. Bumm. Na gut, du bist jetzt also der Schlüssel zum Boss-Key, weil das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Und der wird dann wahrscheinlich hier sein. Okay, das war ziemlich gemein. Aber eigentlich kann es mir auch egal sein. Einmal das Eis geschmolzen, weil hier ist vielleicht ein bisschen falsch. Oh. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ah, die Goombas sind sogar nochmal Notnagel. Wahrscheinlich soll man eigentlich die Goombas rausholen. Vermute ich mal. Zwei Schlüsselhammer. Gehen wir mal weiter. Was bist du denn? Oh, du bist der. Ich möchte lieber nichts mit dir zu tun haben. Ich möchte bitte nichts mit dir zu tun haben. Mist. Oh shit. Okay, springen und Pfeil und Bogen auf einer Taste sind kacke. Komm her, Scheißviech. Komm her, Scheißviech. Komm her, Scheißviech. So. Warum das jetzt getroffen hat, weiß ich auch nicht. Das hat getroffen, ich weiß auch nicht wieso. Okay. Also scheinbar stand ich einfach zu weit oben. Das ist ein sehr gemeiner Boss gewesen. Das war echt ein gemeiner Boss. Und dich möchte ich haben, bitte. Gut. Also okay, den Boss-Key haben sie nochmal extra gut. Och, als ob. Scheißteil, ich hab doch rechtzeitig nach links gedrückt. Oh. So, Spiel gewonnen. Mann, ey, wie unnötig. Der ist einfach zu spät. Oh, gemein. Es gab mehrere Lösungen für das Ding hier. Ich habe jetzt mal eine gewählt, die funktioniert hat. Okay. Wir haben damit alles. Damit ist diese, also außer hier. Aber das kann mir egal sein, weil Arschloch. Okay. Damit sollte ich mir vielleicht markieren. Du bist Ruhe und Ruhe, jetzt weiß ich alle Treppen. Yeah, falls ich jemals wieder hierher komme, Digi, dann mache ich das easy durch. Okay, war ein schöner Dungeon auf jeden Fall, aber jetzt ist Bosszeit. Ich freue mich nicht auf den Boss. Ich stelle mir das ziemlich schlimm vor, gegen den kämpfen zu müssen. Ich stelle mir das echt schlimm vor, gegen den kämpfen zu müssen. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Dieser Dungeon ist größer, deswegen habe ich ein bisschen die Sorge, ich mache was falsch, aber es sieht nicht so aus. Okay, ja, dann gehen wir halt weiter. Ich hoffe mal sehr, dass ich meinen Feuerstab auch gegen den brauche jetzt. So, ich habe jetzt die Wahl. Entweder gehe ich die Treppe zurück oder ich mache jetzt hier einen riesen Umweg und schließe die letzte...
Tür freimachen, noch größeren Umweg, renne hierhin, merke, dass ich hier falsch bin, mache einen riesen Umweg. Achso, man könnte jetzt hier theoretisch wieder runter, relativ schnell. Nee. Kann man nicht, man müsste riesen, man müsste voll den Umweg laufen. Ja, lell. Lell, nein. Lohnt sich überhaupt nicht, da runter zu gehen. Oh, die spawnen nicht mal mehr wieder. Oh, das ist ja gemein. Bin ich wieder hier. Kann ich zwar nicht einfach direkt den Weg wieder zurückgehen, aber ich kann immerhin mit kurzem Ausweichen kann ich den Weg wieder zurück. Nein, hau ab, verdammt. Gib's mir auf den Sack. Das ist ein nerviger Boss. Ich hoffe, sowas in der Art kommt mir hier nicht nochmal vor. So. So. Brauche ich nicht. Komm, kletter hoch. Hilft ja alles nichts. Ich muss ja hier eh. Kann ja den hier machen. Boah, wie ich den getötet habe, ey. Der arme Kerl, der hat es nicht voraussehen können. Das ist annoying. Das war total dämlich, aber egal. So, Boss. So, wie war das jetzt hier gewesen? Ich musste mich drunter. Ja, genau. Ich musste den hier machen. Dann musste ich den hier machen. Dann musste ich wieder hoch. Konnte mich auf den draufstellen, drüber springen und weg war ich. Easy. Der Weg zum Boss war easy. So easy, dass ich den jetzt hier sogar noch einschieben kann. Oh je. Du bist am Ende. Niemals werde ich dich die Instrumente der Sirenen spielen lassen. Niemals! Hitzkopf. Was für ein treffender Name für den finalen Boss. Okay, scheinbar muss ich die Dinger auf ihn draufschmeißen. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Okay, die kann ich nicht auf ihn draufschmeißen. Doch, nee, kann ich nicht. Was? Oh, wait. Okay, da kann ich auch nicht durch. Hä, was ist das? Ich kann die hier so nicht wehtun. Was das sein soll. Passiert, wenn ich mich hier hinstelle. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Boss machen soll. Also treffe ich ihn nicht. Hab ich ihn nicht zwei, dreimal getroffen auf die Art und Weise? Also Geheimtipp scheint dieser... Das war ja easy! Hä, was war das denn für ein Loser-Boss? Warum nur? Warum bist du hierher gekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung! Du darfst den Windfisch nicht aufwecken! Du bist selbst ein Teil seines
glaubst, du wirst sterben, wirst du es nicht verstehen. Also jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Das war mit Abstand der lächerlichste Boss, den ich jemals in einem Zelda bekämpft habe. Ich kann mir keinen lächerlicheren, genauso ausgesprochen, Boss vorstellen. War das ein Witz? Oh, ich habe die Tür nicht aufgeschlossen. Na egal, gehe ich halt mit dem Schlüssel aus dem Dungeon raus. Wäre mir jetzt den Weg auch nicht wert gewesen, also pff. Krieg mal eh nichts dafür. Also. Und wir erhalten ein Schlagzeug. Hey, mein Lieblingsinstrument. Das ist ja schön. Ich kann ja nicht Schlagzeug spielen. Bin mal sehr gespannt, wie es klingt. Also, Achtung. Wir haben die Oktopus-Trommel erhalten. Das Ei ruft. Oh. Wie unhöflich von euch. Wie unhöflich von euch. Das könnt ihr jetzt aber nicht machen. Ja. That's it. Wir haben nur noch ein paar Herzteile vor uns. Ein paar von diesen Muscheln. Ich hätte gerne das stärkere Schwert. Ja, man kriegt ein stärkeres Schwert. Und hier würde ich gerne noch ein bisschen durch die Gegend und so. Also, würde ich sagen, gucken wir doch nochmal in unser Dorf nach Hause. Da ist alles schön und die Welt ist toll. Also gehen wir weg von da hier, wo wir nichts außer so einem blöden Stock gefunden haben. Wie verhält er sich? Als ob, ist ja nice. Gefällt mir. Weichen die aus? Nö. Ha. Aber er braucht halt echt zwei Hits, ne? Das ist eigentlich ein Witz, aber egal. Zwei Hits, Digga, das ist ein Witz, Digga. Yo, YOLO. Okay. Jetzt müssten wir theoretisch wieder Figuren erspielen können. Ich glaube, das mache ich in diesem Part noch und im nächsten dann halt auch. Oh, sie ist wieder da! Lass uns knutschen! Du hast mir das Leben gerettet, Stroi. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für uns gewünscht. Was ich mir gewünscht habe, sage ich dir aber nicht. Als ob es jetzt nicht zu einer Kussszene zwischen den beiden kommt. Taryn, du bist das dümmste Arschloch auf der Welt, ey. Stroh, ich weiß, dass du Kokolind irgendwann verlassen wirst. Ich spüre das in meinem Herzen. Versprich mir, dass du mich nie vergessen wirst. Ich würde es dir nie verzeihen. Knutscht euch! Ich frage dich nochmal. Willst du mich heiraten? Ja, will ich, verdammt. Aber du gehst doch, Mann. Oh, es ist so traurig. Ich will nicht, Mann. Warum? Hey, du Arsch, ich werde dich ausrauben. Versuch nicht, mich zu besänftigen. Ich bin sauer. Oh, das wird gefährlich. Oh mein Gott! Herzstillstand. Würde ich mal sagen. Aber jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt gehört er uns. Und jetzt kann ich noch versuchen, den... Jetzt kann ich noch versuchen, den Roten zu kriegen. So, weißt du... Unkostenbeitrag. Unkostenbeitrag erheben. Das sollte dann funktionieren. Das wird doch schön. Oh, der könnte rausfallen. Oh, nee, der hält sich. Okay, nice. Einmal umsonst so eine Figur bekommen. Das ist doch schön. Nee, ich muss die jetzt erstmal aufräumen. Aber cool, danke. Ja, 20 Rubine. Nicht schlecht. Unkosten erhalten. Und wir haben den Pocky erhalten. Aber irgendwie sieht der anders aus als die in der Wüste. Die waren doch mal gelb oder so. Oder braun, sowas. Also irgendwas hat er mit denen gemacht. So, wo war der Pocky?
Piranha-Pflanze fehlt auch noch, oder? Ich glaube, der Pocky musste hier noch rein. Ja, möchte ich bitte, danke. Okay, nice. Ah, ich kann meine Vierlinge immer noch nicht auseinanderhalten. Jo, danke, Alter. Ich will mit Marin knutschen. Oh Mann, oh. Da hat Link endlich mal so ein süßes Girl. Und dann wird das nichts mit denen. Das kann doch nicht sein. Was ist das? Ist das Realsatire? Soll das witzig sein? Ich lache überhaupt nicht. Und du hast ja nicht mal mehr was. Mann, Arschloch. Er hat immer noch nichts. Er hat immer noch nichts. Ich fürchte, er wird hier nichts mehr bekommen. Ja, super. Also ich habe jetzt auf jeden Fall... Ich werde jetzt irgendwo mal gucken, ob ich irgendwo die Herzteile herfinde. Die sind nämlich nicht dieselben wie in der Gameboy-Version des Spiels. Es gibt mehr. In der Gameboy-Version konnte man insgesamt 12 finden. Wir haben jetzt schon irgendwie 27 oder so. Es gibt auch deutlich mehr Muscheln. Von daher, ich werde mal gucken, wo ich das alles finde. Und dann wird es jetzt ist die Zeit für Backtracking, weil jetzt ist ja eh nichts mehr. Kann nicht sein, dass ich meine Süße nicht knuddel. Ach Mann, ey. Ich will meine Süße knuddeln. Wo ist Tarin? Ich muss einen Auftragsmord verrichten. Beauftragt habe ich mich selbst. Er ist nicht mal mehr da? Ach komm, ey. Warte. Warte, hier steht ja schon alles. Oh, wait. Jetzt steht hier drin auch alles. Habe ich noch ein Haus? Bei dem hier, aber da war auch schon alles gestanden, ne? Grrr. Ja, bei dir steht auch schon alles. Okay, hey, nice. Ich finde es übrigens interessant. Er kann mit niemandem sprechen, aber das Bett seiner Frau steht direkt neben ihm. Also da weiß einer, wie man Prioritäten setzt. Tut, ja, hier, Ulrira, Stroh, es wird Zeit, dass du mal auf den Tamarain-Sperch gehst, wo das Ei liegt. Sei vorsichtig, klick, tut. Ja. Also Herzteile werde ich suchen, Zaubermuscheln, und was ist das letzte? Was ist das letzte? Bam, vernichtet. Also Herzteile, jetzt habe ich irgendwie die Haltung verloren. Herzteile, Muscheln, genau. Außerdem wollte ich das Schwert maximieren. Ja, dafür brauche ich die Muscheln. Genau, also die Belohnung für alle Muscheln. Hier war das. Belohnung für alle Muscheln ist im Endeffekt... ach, da steht's jetzt. Jetzt steht's, Muschelbasser. Die Belohnung für alle Muscheln ist ein Schwert, das halt jeden Gegner one-hittet. Soweit ich das mitbekommen habe... Und unser jetziges Ziel wäre also entsprechend da aufzustacken. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich... Nein, wollte ich auch nicht. Ich drücke die ganze Zeit falsche Tasten. Ich bin so müde, ich muss ins Bett. Ich will auch wissen, ob wir hier noch eine Flasche kriegen können, weil uns fehlt ein Item. Das muss ich noch nachgucken, genau. Wir werden Bordes machen, das wird wahrscheinlich ein Stream werden. Ich werde es hassen, aber es wird ein Stream werden, fürchte ich. Und auf der Karte eben, ja, wir werden mal so nach und nach durchgucken. Dich kann ich löschen. Was das ist, weiß ich nicht. Egal. Also dann, ach, Feen waren das genau. Das waren Feen, dann habe ich nur noch Teleporter. Hey, den habe ich doch schon lange. Das war der Typ, den ich retten musste. Den habe ich schon lange gerettet. Hier, das habe ich auch schon lange. Da war ich ja schon. Okay, also, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt.
bis zur nächsten Folge. Tschüss.